Ihr hört Megafon 95, der Fortuna Podcast von Projekt Megafon. Punkte nach 18 Spielen. Fortuna Düsseldorf überwintert als Tabellenerster. Schade, dass es irgendwie nicht die Herbstmeisterschaft gewonnen ist, oder ist es vollkommen egal? Ich bin der Mo, mein Co-Host heute, der Micha. Guten Tag. Schlimm oder nicht? Ich würde sagen, eigentlich egal. Ich finde es halt besser, dass wir, sage ich mal, über die Winterpause Erster sind. Ja, aber so ein schöner Titel, Herbstmeister, ist wie so eine goldene Ananas im Kegeln. Ja, aber ich denke mal, ich habe lieber die goldene Ananas über die Winterpause als nach 17 Spielen, weil es fühlt sich zur Winterpause irgendwie besser an, weil man halt länger am Stück Spitzenreiter ist und nicht nur ein Spieltag. Lieber am Wochenende saufen als unter der Woche. Wo man sich natürlich so ein bisschen fragen muss. Wir werden erstmal ein bisschen kritisch. Ihr könnt natürlich auf Twitter, Facebook, YouTube könnt ihr natürlich eure Meinung kundtun. Würde uns ja freuen und wir wollen euch mehr mit einbinden. Das heißt, wenn ihr Bock habt, mal Podcast-Folge mitzumachen, eure Meinung habt, schreibt uns das, schickt uns das, ruft uns an, wenn ihr unsere Telefonnummern habt. Alles vollkommen egal, aber eure Meinungen sind wichtig. Wir müssen ein bisschen kritisch sein. Fortuna ist natürlich jetzt Tabellenführer und wir sind mit 34 Punkten nur ein Punkt von dem Tabellenzweiten Holstein Kiel entfernt, die als Aufsteiger eine richtig gute Hinrunde gespielt haben. Irgendwie schwingt bei denen aber nicht so im Unterton mit, eigentlich hätten wir besser sein können. Jetzt hat Fortuna irgendwie die letzten Spiele richtig mies gespielt. Man konnte im letzten Saisonspiel dann nochmal 3 Punkte einfahren, sodass das Ganze dann doch nicht so krass wirkte. Aber wir zwei, für die, die Podcasts schon hören, die wissen, dass wir so ein bisschen die letzten Spiele eigentlich alle kritisiert haben, weil Fortuna da auch nicht mehr gewonnen hat. Alles für die Katz oder haben wir da doch irgendwie recht gehabt? Ja, es ist halt, wie man so schön sagt, wenn man jetzt zur Winterpause Erster ist, dann muss man ja eigentlich alles richtig gemacht haben, aber auf der anderen Seite ist es halt, es hätte halt noch besser gehen können. Es ist zwar Meckern auf hohem Niveau, aber wie schon gesagt, besser wäre möglich gewesen. Also wäre Kritik an Friedhelm Funkel komplett irrelevant. Wie wir wissen, sein Vertrag läuft aus, er hat ja das Interview gegeben, er würde gerne weitermachen. Aber so richtig was Handfestes gibt's wohl auch vom, der Fortuna-Führung noch nicht. Hängt da noch ein Jahr dran, der alte Sack, oder wie geht's da weiter? Ich denke mal schon, dass er noch ein Jahr dran hängt. Oder gibt's nicht irgendwie besseren? Fährt Fortuna vielleicht das Modell Tedesco oder irgendeinen random jungen Trainer, den du gerade irgendwie in der Jugend hast, einsetzen? Keine Ahnung. Ja, aber ich glaube, Aber es klappt ja überall. Kannst ja gefühlt jeden jungen Trainer aus dem Leistungszentrum nehmen, irgendwo hinwerfen und sofort spielst du Champions League nächstes Jahr. Ja, du brauchst aber auch schon gute Jugendtrainer und Fortuna ist halt... Die spielen immerhin Bundesliga. Ja, aber trotzdem ist, glaube ich, die Jugendtrainer sind, glaube ich, nicht so weit. Die B-Jugend trainiert, glaube ich, Jens Langnecke, der macht das jetzt, glaube ich, seit einem Jahr, wenn überhaupt. Ja, nicht ganz, Anfang der Saison hat er angefangen. Letztes Jahr war er so halb Co-Trainer, halb hat er mittrainiert. Funkel macht das eigentlich ganz ordentlich und deswegen denke ich mal, wenn er jetzt nicht irgendwie 5-6 Spiele am Stück verliert, dann wird er auch weiterhin Trainer bleiben. Denkst du denn, dass wenn er weiter unterschreibt, jetzt in naher Zukunft sein Trainerteam aufgebessert wird? Nichts gegen Axel Bellinghausen und ich glaube Thomas Kleine, der gerade seinen Trainerschein macht, nichts gegen die zwei, aber natürlich stinken die beiden meiner Meinung nach locker ab gegen Peter Herrmann, der Fortuna leider verlassen hat Richtung Bayern München und da momentan ziemlich erfolgreich ist. Ja, aber das ist halt, gegen Peter Herrmann stinkt halt jeder Co-Trainer ab. Das ist so Deutschlands bester Co-Trainer. Wenn nicht sogar Europa. Ja, und da, das ist halt klar. Ich denke mal, für das, was Fortuna ist, ist Bellinghausen und Thomas Kleine sind da, glaube ich, ganz gute Trainer auch. Also Friedhelm Funkel ist ja jetzt auch kein Top-Trainer, aber der macht seine Sache ordentlich. Er ist immerhin schon 5-mal aufgeschieden. Ja, aber das ist auch schon ein paar Jahre her. Ich glaube, 27 Jahre macht er mittlerweile Profitrainerjob. Also da kann man auch mal 5-mal aufsteigen. Hat er nicht gesagt. Aber wir wollen uns jetzt nicht so krass am Trainer aufhängen. Allgemein die Saison Fortuna hat stark begonnen, stark nachgelassen und scheinbar jetzt im letzten Spiel auch zurück zu alter Frische gefunden. Denkst du, Friedhelm Funkel würde jetzt nach dem Trainingslager in Marabé etwas ändern?
weil man hat gut gespielt gegen Dortmund, um dann wirklich die Tür zu schließen, hat halt das Tor gefehlt. Raman hat ein paar Mal verschossen, aber denkst du, da kommt jetzt was? Weil wir haben am letzten Spieltag Kiesewetter gesehen, wir haben Lovren gesehen, wir haben Spiele gesehen, die wir lange Zeit vermisst haben. Ja, ich denke mal schon, dass der da auch mal ein bisschen rotieren wird. Aber eigentlich, ja, wie schon gesagt, wenn man Erster ist, dann kann man ja eigentlich erstmal so weitermachen, obwohl ich nicht glaube, dass es halt richtig wäre. Ich glaube ja auch, Fortuna ist halt Erster da deswegen, weil halt die Gegner nicht ganz so konstant gespielt haben. Also so ein Europa League Frankfurt, Berlin, Augsburg Ding. Du spielst Europa League, weil die anderen alle scheiße waren. Ja, nicht scheiße, aber die anderen waren, glaube ich, auch relativ unkonstant, weil ich glaube, Fortuna hat bis zum Spiel gegen Braunschweig 7 Spiele am Stück oder so nicht mehr gewonnen und war halt trotzdem und ist dann trotzdem am Ende mit einem Sieg noch Spitzenreiter geworden, was eigentlich eher traurig ist, meiner Meinung nach, weil eigentlich dürfte man, wenn man halt so lange am Stück nicht mehr gewinnt. Aber schau dir das mal an, Nürnberg kommt so ein bisschen aus dem Nichts, die haben vor der Saison irgendwie den Kaderetat halbiert, dann Kiel als Aufsteiger mit Markus Anfang, Ex-Fortuna, haben wir behandelt im Podcast. Ingolstadt mittlerweile auf 4, die robben sich so ein bisschen dran, sind glaube ich noch 6 Punkte hinter uns. Kommen die Teams, wo du eigentlich mit gerechnet hast, wie Ingolstadt, Berlin, Darmstadt, Fürth, kommen die aus dem Quark oder meinst du, die haben oben mitspielen, nicht wirklich mehr was zu tun? Ja, ich denke mal, Ingolstadt und Berlin, die werden auf jeden Fall noch aufdrehen. Ich denke, die werden auf jeden Fall mindestens Holstein Kiel noch einholen. Aber ob es dann am Ende für den Aufstieg reicht, wird sich halt noch zeigen, wie die anderen Mannschaften spielen. Jetzt können wir mal so ein bisschen selbst kritisieren oder loben. Wir haben den Man of the Match Preis und den Es war nicht ein Tag Preis. Es ist so ein bisschen blöd, weil Man of the Match haben wir geklaut. Liebe Grüße an den Reingemacht Podcast. Ich glaube, die hören den eh nicht. Aber wenn ihr dafür eine bessere Idee habt, wie wir das nennen können, schreibt uns gerne, ruft uns an, wie auch immer. Aber wir haben zum Man of the Match, also für uns den besten Spieler der Hinrunde sozusagen, Raman gewählt. Der hat, glaube ich, insgesamt 7 Stimmen bekommen, ist damit auf Platz 1. Lass uns mal so die ersten 3, würde ich sagen, durchgehen. Micha, du hast Raman deutlich öfter als ich zum Man of the Match gewählt. Warum? Ja, ich habe den insgesamt 5-mal zum Man of the Match gewählt, weil mir einfach seine Spielart gefällt. Ich schicke den Ball lang, der ist schnell genug, um zu laufen, mit ein bisschen Glück geht er rein. Ja, der ist halt schnell und dribbelstark und er spielt halt schönen Fußball. Das ist jetzt nicht so ein Kämpfer wie Fink, sondern einfach so ein schönen Wetterfußballer, sage ich mal. Und es macht halt Spaß, ihm dabei zuzugucken. Jetzt kommen wir eigentlich direkt schon zum zweiten Platz, wo es 5-2-1 steht. Ich habe aber Wolf 5 Punkte gegeben, damit kommt er auf 6 mit dem Punkt von Micha. Ja, Rafa Wolf ist für mich so ein bisschen bezeichnend gewesen für Fortuna. In einem Zeitraum, wo Fortuna ziemlich schwach gespielt hat, war er regelmäßig der, der den Punkt festhielt oder einen größeren Rückstand verhinderte. Ich frage Michael Rensing, wann ich im Trainingslager, Wolf hatte sich auch verletzt, Wiesner hat gespielt. Wenn ich mir das Testspiel angeguckt habe von Schalke, wo dieser 22-jährige Nübel im Tor stand, wo ich mich daran erinnere, so der Micha hat so Paraden gemacht in der Kreisliga C. Angst um Torwart brauchen wir uns nicht machen, oder? Ich finde nicht. Und da ist auch komplett egal, ob jetzt Rensing, Wolf oder Wiesner spielt. Wo natürlich Wiesner, der ist halt noch eine Klasse, oder Wiesner ist halt noch ein Stück schlechter, weil er ja, halt auch... Ja, ihm fehlt die Erfahrung. Ja, ihm fehlt halt die Erfahrung. Aber der ist aber, 3 Meter groß. Ja, weil ich denke halt, selbst wenn der spielen würde, würde er seinen Job gut machen und... Deswegen, eigentlich mache ich mir keine Sorgen, was die Torwartposition bei Fortuna angeht. Auch auf die nächsten Jahre gesehen nicht. Was ihr dazu denkt, wisst ihr, ich laber euch zu mit Podcast und ich laber euch zu mit Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Alles raus. Es muss einfach raus. Es geht nicht anders. Es muss einfach raus. Wie wenn du RTL 2 geguckt hast, musst du auch erstmal 2 Stunden schreien. Es muss einfach raus. Auf Platz 3 teilt sich bei uns mit jeweils 4 Awards, Hennings und Neuhaus. Bei Neuhaus haben wir so ein Unentschieden, 2-2, ist so unser Standard-FIFA-Ergebnis eigentlich. Wo du dich dann aufregst, wenn ich mit Griezmann die wunderschönsten Tore schieße. Aber lassen wir das mal. Jetzt haben wir auf Platz 3 der Hinrunde gewählt, Hennings und Neuhaus. Neuhaus ist natürlich eigentlich nur die Neuentdeckung irgendwie der Saison. Keiner hat gerechnet, dass der so einschlägt. Vor der Saison hätte ich gesagt, ja, so Bodka, Fink und
Bocek machen da das Mittelfeld aus, aber Neuhaus hat sich so ein bisschen als Spielmacher und Kreativposten entpuppt und macht das meiner Meinung nach bärenstark. Ja, meiner Meinung nach auch. Ich habe vor der Saison noch habe ich mich noch gewundert, warum wir so einen Spieler holen und dem halt vor unsere eigenen Talente setzen, um den halt für Gladbach zu fördern. Habe ich nicht verstanden damals, aber jetzt, wo ich so sehe, wie gut der spielt und wie wichtig der ist für Fortuna, finde ich schade, dass wir den eigentlich nur für ein Jahr haben. Ohne Option, ohne alles. Wir werden dafür bezahlt, wenn er spielt, klar, aber, ja, aber ich auch, weiß nicht. Es ist auch verständlich, dass Fortuna halt einen Spieler von seinem Kaliber eigentlich nicht halten kann. Ja, aber Gladbach hat eigentlich ursprünglich im Vertrag das Geld reingeschrieben, damit er überhaupt mal spielt. Nicht, dass wir ihn dann permanent spielen lassen und der super duper wird. Ich glaube, Gladbach selbst ist überrascht, wie gut er ist. Ich glaube, die haben sich schon gedacht, das ist ein solider junger Mittelfeldspieler, den man fördern kann, aber dass der so überragend spielt. Ich habe gehört, bei 1860 im Training und in der Jugend war der eigentlich immer wirklich klasse. Deswegen hat er sich ja auch in die U-Nationalmannschaft gespielt. Ist da eigentlich jeder drin gewesen bis jetzt. Ist trotzdem mit 1860 abgestiegen. Ja, aber die Frage ist, lag es bei 1860 daran, dass das ganze Team scheiße war oder lag es daran, dass er scheiße war? Ja, ich glaube, es lag eher am Team, weil bei Fortuna funktioniert er ja. Die Frage ist halt, wird er bei Gladbach dann auch so funktionieren, beziehungsweise wird er bei Gladbach überhaupt spielen? Weil da hat er halt auch nochmal eine ganz andere Konkurrenzsituation. Und ja, aber du hast da zwei 18-Jährige im letzten Spiel von Gladbach gehabt. Cousins und ich glaube, Zakaria. Heißt der Zakaria? Ja, der heißt Zakaria. Ja, okay, im Vergleich zu den beiden ist Neuhaus ja schon ein alter Sack mit seinen 20, 21. Ja, aber der hat Erfahrung, bringt er mit und ist meiner Meinung nach besser als Cousins und Zakaria. Wir können nur glücklich schätzen, dass wir einen Spieler von scheinbar Bundesliga-Format, er muss es natürlich erst über Saisons beweisen, haben. Ein Spieler, der meiner Meinung nach sich noch beweisen muss, teilt sich den dritten Platz. Ich habe jetzt schon 10-mal Hennings gesagt. Ich habe ihn einmal gewählt, weil ich einmal fand, dass er eine super geile Kopfballvorlage gegeben hat, die das Spiel für Fortuna Düsseldorf entschieden hat. Du hast ihm 3-mal den Man of the Match gegeben. Ich finde eigentlich, es ist als Charakter für die Mannschaft super, dass wir ihn geholt haben. Gab ablösefrei, weil Burnley nicht losgeworden ist. Aber ich werde vorne im Sturm irgendwie nicht warm mit ihm. Irgendwie macht er für mich nicht regelmäßig die Leistung und den Eindruck, dass er Fortuna weiterbringt. Ich glaube, Fortuna braucht im Winter auf jeden Fall einen neuen Stürmer. Ja, ich finde halt, Hennings ist eher so ein mitspielender Stürmer und halt kein Strafraumstürmer, wie jetzt zum Beispiel Kujovic. Ich finde halt, Hennings ist, was Zweitliga angeht, auf jeden Fall ein guter Stürmer. Und ja, bei zweimal weiß ich noch genau, als ich den Man of the Match gegeben habe. Das war einmal, als er gegen Sandhausen irgendwie kurz vor Schluss das Ding reingemacht hat. Und dann hat Fortuna 2-1 gewonnen. Und einmal halt wegen dem DFB-Pokal. Und für das dritte Mal weiß ich jetzt aus dem Kopf gar nicht mehr, warum ich dem gegeben habe. Aber ich finde halt schon, dass er ein guter Stürmer ist und Fortuna auch weiterhelfen kann. Das sind wir sicher der Meinung. Also würdest du grundsätzlich sagen, im Winter brauchen wir keinen neuen Stürmer? Eigentlich nicht, weil wir haben ja auch noch Kujovic und Nielsen und Rahman kann im Prinzip auch im Sturm spielen. Ja, kann sein, vielleicht haben wir zu viele Spieler, aber halt keiner, der da jetzt so rausspricht, dass er halt irgendwie 15 Tore in der Saison schießen kann. Aber ich würde trotzdem Hennings am ehesten noch... Ich hoffe, Rahman schießt 15 Tore noch. Ja, von mir aus Rahman und Hennings. Also ja, ich würde Hennings zutrauen, dass er noch, ich weiß gar nicht, wie viele Tore der jetzt bis jetzt geschossen hat, aber ich würde dem... Mehr als 5 nicht. Aber ich würde dem auf jeden Fall noch zutrauen, dass er halt nochmal auftritt und noch so 10 bis 15 Tore schießt bis zum Ende der Saison. Ich finde, noch 5 Tore macht in der Rückrunde, dann sind wir zufrieden. Gucken wir mal, welche Verträge eigentlich auslaufen oder ob man die verlängern sollte. Frage ist immer mit Rafa Wolf. Der spielt jetzt geil und wenn Rensing zurückkommt, ist er nur noch Bankspieler und dann brauchst du den Vertrag von ihm nicht verlängern, weil du hast den Wiesener, der super jetzt gespielt hat in den Testspielen. Also Rafa Wolf eher weg, oder? Ja, ich würde sagen, es kommt drauf an, wie Rensing zurückkommt und ob der, nachdem er halt wieder fit ist, auf seine Leistung wieder anknüpfen kann. Wie alt ist der? 33, 34? Ja, so um den Dreh. Auf jeden Fall schon ein bisschen älter. Es kommt bestimmt gleich zum er ist 32! Ich fühle mich eigentlich ein bisschen schlecht, wenn ich sag, dass ich Wolf eigentlich auch in der Rückrunde lieber im Tor stehen hätte als Rensing. Obwohl, weil irgendwie... Warum fühlst du dich schlecht? Meiner Meinung nach ist Wolf der bessere Torwart. Der kann gut rauslaufen, der kann Pässe spielen, der kann halten.
Vielleicht hält der Rensing, schiebt die Mauer ein bisschen besser beim Freistoß oder antizipiert einen Ball auf der Linie besser. Aber Anfang der Saison, wo der Rensing dreimal rauslaufen musste, gab es ein Gegentor für Fortuna und zweimal flog der Ball aus der Esprit Arena und einmal, so glaube ich, sogar bei Bielefeld übers Stadiondach. Da geht das ja noch. Ja, ich glaube, Rensing ist halt bei seinen Stärken ist Rensing halt besser als Wolf, aber bei seinen Schwächen halt auch schwächer als Wolf. Und aber massiv schwächer. Nicht, ja. Ich downgrade dich und zwei FIFA-Punkte, sondern der ist dann gar nicht da. Wenn er rauslaufen muss, denkt er sich, fuck, was ist ein Ball? Ich kann mit dem Fuß treten oder was. Ja, aber ich finde halt, ja, wie gesagt, ich wäre froh, wenn Wolf auch die Rückrunde macht. Auch wenn es mir ja für ihn leid tut, weil er ja eigentlich auch ein guter Torwart ist auch und auch viel geleistet hat für Fortuna. Aber halt so die Strafraumbeherrschung und so das Fußballspielen an sich mit den Pässen spielen und so, das kann Rensing halt weniger gut als Wolf. Und deswegen hoffe ich eigentlich, dass man mit Wolf verlängert und dass er halt weiterhin spielt. Wer weiß dann auf jeden Fall für Tuna spielen wird, ist meiner Meinung nach Eihan, Schmitz, Schauerte. Außer man kriegt jetzt die Kracher, aber ich glaube selbst dann, wenn man die Kracher kriegt, würde man mit denen verlängern. Eihan ist türkischer Nationalspieler. Warum sollte man mit dem nicht verlängern? Wenn er nicht will. Wenn er lieber Bundesliga spielen will, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es. Ja, aber ob er Bundesliga spielen will. Ich würde auch gerne Bundesliga spielen, aber mich ruft keiner an und sagt, ey Maurice, hast du Bock Bundesliga zu spielen? Das macht keiner. Meiner Meinung nach ist Eihan schon ein Spieler, der Bundesliga-Niveau hat. Wir haben uns letztens darüber unterhalten. Da hast du erzählt, Eihan hat so viele gelbe Karten, der wird nie Bundesliga spielen, wenn er es nicht abstellt. Jetzt sagst du mir, da ist perfekter Spieler für die Bundesliga. Das ist das Einzige, was ihm fehlt, dass er halt viele unnötige gelbe Karten kriegt. Aber trotzdem ist er das ist ja nur eine kleine Nebensächlichkeit, aber vom Fußballerischen her ist er auf jeden Fall ein Bundesligaspieler, vielleicht kein Champions League Spieler, aber auf jeden Fall könnte der bei Mainz, Stuttgart oder Freiburg spielen. Ja, und die Frage ist, bei Freiburg sind alle Positionen eigentlich qualitativ besetzt. Also alle Vereine, wo er irgendwie reinrutschen könnte, da ist eigentlich schon Qualität da, wo er auch nicht unbedingt besser ist. Wenn jetzt ein Aufsteiger kommt und aufsteigt in die Bundesliga, ob es jetzt Fortuna ist, Kiel ist, wer auch immer, die kann er verbessern mit seiner Qualität. Aber in der Bundesliga an sich denke ich jetzt, die Qualität ist einfach da vorhanden. Da muss er schon mit einem zum Aufsteiger wechseln irgendwie. Ansonsten ist die Qualität einfach da. Außer irgendwie, weiß ich nicht was, irgendein ancient Zweitliga-Club kauft jetzt von Mainz irgendwie defensive Mittelfeldspieler weg für 30 Millionen. Aber da glaube ich auch nicht dran. Schmidt, Schauerte sind zwei Topspieler der zweiten Liga. Die wird man, glaube ich, halten, egal ob man aufsteigt oder nicht. Ja, ich denke mal schon, dass man mit denen verlängern wird, obwohl ich die Hoffnung habe, dass man trotzdem noch welche für die Position verpflichtet und die dann halt als Backup oder als Wechsel spielen. Wir haben ja links eigentlich Gieselmann und Schmitz, die wechseln sich eigentlich als linker Mittelfeldspieler, Innenverteidiger ab, das geht im Rund, aber die wechseln sich da ab und die machen das meiner Meinung nach eigentlich ganz ordentlich. Für die zweite Liga reicht's auf jeden Fall. Wenn man aufsteigen sollte, muss man auf jeden Fall Qualität holen. Das steht außer Frage. Wo ich ein bisschen die Qualität sehe, aber irgendwie keiner mehr Fortuna, ist, ich glaube, der heißt Jerome Kiesewetter, ne? Ja. Der hat jetzt Anfang der Saison gespielt, war dann irgendwie weg, also von der Startelf in die zweite, da auf die Bank und irgendwie kam der jetzt dann im letzten Spiel wieder von der Tribüne auf die Startelf. Für eine Verlängerung eher meh, oder? Ja, ich glaube, das wird, es kommt drauf an, ob er sich halt damit ab... Zau nicht die Floskel raus, wir werden es in der Rückrunde sehen, was sich am Horizont abzeichnet. Nee, es kommt halt drauf an, ich denke mal, er wird kein Stammspieler in der ersten Mannschaft werden. Es kommt halt bei ihm drauf an, ob er sich damit abfindet, dass er halt überwiegend in der zweiten spielen wird und ob er sich dann mit so einem Vertrag, ob er so einen Vertrag dann unterschreiben wird. Also wie bei Kinjo auch. Ja, genau, ob die sich halt damit abfinden, überwiegend in der zweiten zu spielen. Oder ob die dann doch lieber irgendwie in der dritten Liga spielen wollen oder bei einem schlechteren Club in der zweiten Liga halt da irgendwie einen Verein finden. Jetzt haben wir Zimmer, Rammer, Nusami und Neuhaus geliehen, wo ich auf Anhieb sagen würde, Zimmer wäre geil zu halten, aber wenn Stuttgart 2 Millionen aufruft, weiß ich nicht, ob Fortuna die zahlen will. Zahlen können bestimmt, zahlen will ist immer so das Wort, was du mit Textmarker anmalst. Ja, bei Zimmer ist auch... Ja, ich weiß nicht. Der spielt halt, was Offensive angeht, spielt er natürlich überragend. In der Defensive hat er ab und zu mal so ein paar Wackler drin. Der hat halt genau das Gegenteil von Schauerte. Das, was Schauerte offensiv fehlt, hat halt Zimmer. Und das, was Zimmer defensiv fehlt, hat halt Schauerte.
Für mich kann der Zimmer einfach kein Fußball spielen. Das ist für mich so der Burgstaller. So Fußball spielen können die nicht, aber aus irgendeinem Grund kriegen die den Ball weg. Ja, ich finde Zimmer schon eigentlich ganz ordentlich, aber es ist halt, der hat halt immer so Dinger drin, wo er dann zu viel will und dann den Ball im Dribbling verliert. Ich denke mal, Fortuna wird Zimmer nicht halten können, vor allem weil Stuttgart auch auf jeden Fall auf der Rechtsverteidigerposition auf jeden Fall noch einen Spieler braucht. Und wo, warum sollten die dann einen holen, wenn die dann halt einen Zimmer haben, den die auf die Bank setzen können? Weiß, was die jetzt im Winter so machen oder gemacht haben werden. Das klingt super geil. Raman wird man auf jeden Fall die Kaufoption ziehen. Ich habe jetzt vergessen, wie hoch die ist, aber allein die Hinrunde hat er sich schon locker bezahlt gemacht. Wenn du dieses Talent nicht kaufst, dann bist du selbst schuld. Ja, ich denke mal, ich glaube, die Kaufoption war irgendwas um 2 Millionen. Zumindest war 2 Millionen das, was vor der Saison Lüttich haben wollte von Fortuna. Und ja, ich denke mal, es wäre richtig dumm von Fortuna, die Kaufoption nicht zu ziehen, weil er ist einfach ein überragender Spieler. Und deswegen hoffe ich und ich glaube auch, dass Fortuna die Kaufoption ziehen wird. Neuhaus wirst du nicht halten können und Usami, ich mag Usami, ich war eigentlich mal ein Fan von ihm. Damals in Japan fand ich den super geil, dann kam er nach Bayern, dann stimmt er unterm Radar, da ging er zurück nach Japan, nachdem er bei Hoffenheim war, war da auch wieder super geil, war der Fußballstar in Japan, kam dann nach Augsburg, wurde verschluckt, kam dann irgendwie wieder zu uns und ja. Zu Neuhaus haben wir eben schon gesprochen, dass Fortuna den wahrscheinlich, oder eigentlich glaube ich nicht, dass Fortuna Neuhaus halten kann, weil das halt, weil der einfach zu gut ist. Und Usami, bei dem denke ich mir... Ja, ich mach gerade meine Gläser kaputt. Bei Usami denke ich mir, vielleicht kann Fortuna den halten, aber da kommt es halt drauf an, wie viel Ablöse dann Augsburg haben will. Ja, ich denke, es lohnt sich einfach nicht. Der zeigt immer wieder, was für geile Qualität er hat. Aber meiner Meinung nach kannst du auch so gut Lovren oder Kiesewetter fördern, weil wenn du es auf eine Waage stellst, sind die gleich schwer. Ja, aber ich denke mir, wenn Augsburg für Usami irgendwie dann nur 500.000 haben will, dann kann man den auch kaufen, aber... Wenn man nicht aufsteigt, dann kann er ruhig in Augsburg bleiben. Ja, bei Usami denke ich auch, der wird nächste Saison nicht mehr bei Fortuna sein. Schade. Außer der Sponsor, Toyo Tires. Ja, außer die wollen den dann unbedingt halten und bezahlen dann die Ablöse und ja, von mir auch aus gerne, das ist halt ein Spieler, ist gut, den im Kader zu haben, auch wenn er jetzt nicht unbedingt zeigt, dass er der Top-Spieler bei Fortuna ist, sondern halt auch nur Durchschnitt, beziehungsweise oberer Durchschnitt. Er ist immerhin Fortunas Spieler mit den meisten Twitter- und Facebook-Followern. Ja, wegen den ganzen Japanern. Schon mal Daumen nach oben. Du sagst immer, hier ist SpongeBob, ne? Ist der Finger oben, wird man dich loben. Ja. Wenn wir schon mal beim Loben sind, dann müssten wir uns eigentlich kritisieren. Schlechteste Überleitung ever. Aber wir haben darüber spekuliert, was das drin für Fortuna. Wir haben zum Beginn gesagt, dass es eine schwere Saison wird, dass sie Platz 7 oder besser sind. Lässt man sich immer das Hintertürchen offen. Und du hast gesagt, wenn man gut startet, kann es eine gute Saison werden. Und wenn man schlecht startet, nach unten, bla 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 bla. Sind wir Erster? Bleiben wir da? Oder geht die Höhenspirale nach unten? Ja, ob wir Erster bleiben, weiß ich nicht. Ich würde ja fast behaupten, ob wir Erster bleiben oder nicht, hängt davon ab, ob jetzt von den anderen Mannschaften, die hinter uns sind, eine Mannschaft in der Rückrunde komplett durchstartet. Weil ich finde halt nicht, dass Fortuna in der Hinrunde so überragend war, dass sie halt verdient hat, Erster zu sein. Ja, was haben wir denn hinter uns? Wir haben Kiel hinter uns. Knallen die durch oder nicht? Ich denke eher nicht. Nürnberg, knallen die durch oder nicht? Die haben ihren Topscorer Cedric Teucher verkauft. Ich denke eher nicht. Ingolstadt, Wundertüte. Die wollen nach oben, müssen nach oben, allein vom Budget her. Vielleicht ja. Sandhausen, die haben, hab ich vergessen, wie er heißt, Hoffer, Holler, irgendwas. Auf jeden Fall haben die ihren 7 Tore Top-Torschützen. Das ist gleich erstmal ein Schluck. Haben die verkauft. Union Berlin an die Trainer entlassen, keine Ahnung, was da geht. Letzte Saison spielte Dresden oben eine Rolle. Die dümpeln in der unteren Hälfte rum. Bochum vor der Saison als Aufstiegsfavorit gehandelt, die haben mit sich selbst zu kämpfen. Braunschweig, immer ein Aufstiegsfavorit, haben mit sich selbst zu kämpfen auf Platz 14. Darmstadt, die steigen jetzt auch ab, auch ohne alten Top, der das sinkende Schiff schon verlassen. Kräuter Fürth, ich muss immer an Kräuterschnaps denken. Kräuter Fürth ist unten auf Platz 17, dahinter direkt Kaiserslautern. Zwei Mannschaften, wo alle immer sagen jede Saison, ach, die steigen bestimmt wieder auf. Da kann Fortuna doch nur aufsteigen, oder? Wenn man jetzt genauso spielt wie in der Hinrunde, dann hättest du 68 Punkte und 68 Punkten ist im Schnitt jeder Meister geworden in der zweiten Liga. Ja, Fortuna hatte halt, wie gesagt, drin irgendwie 6-7 Spiele, wo sie halt nicht mehr gewonnen haben und trotzdem sind sie Erster.
Und wenn er jetzt halt in der Rückrunde eine Mannschaft kommt, die dann... Aber wer könnte kommen? Denkst du, Braunschweig kommt, Ingolstadt kommt? Denkst du, Union Berlin kommt? Oder denkst du, Union Berlin kommt? Oder wer kommt? Oder denken wir, jetzt kommt jemand und es kommt keiner? So. Ja, ich denke mal, er wird nicht kommen. Wenn irgendeine Mannschaft noch durchzieht, dann Nürnberg, Ingolstadt oder halt vielleicht auch noch Union Berlin, wo ich mir aber nicht ganz sicher bin bei Berlin, weil warum die auch immer den Keller rausgeworfen haben, der irgendwie der Trainer ist, der 2017 die meisten Punkte geholt hat aus erster und zweiter Liga und dann werfen die den raus. Aber ich denke mal, Ingolstadt und Nürnberg werden auf jeden Fall in der Rückrunde nochmal aufdrehen und da wird sich zeigen, ob Fortuna dann halt das Tempo mitgeht und ob Fortuna jetzt so spielt wie am Anfang der Hinrunde oder ob Fortuna jetzt in der Rückrunde so spielt wie halt die Spiele, wo halt nicht mehr gewonnen wurde. Dann kannst du mir direkt mal drei Gründe sagen, warum es in der Rückrunde für Fortuna so weitergehen kann oder was man beachten muss oder was gemacht werden muss, damit so weitergeht. Im Prinzip muss man halt wieder so spielen wie am Anfang der Saison, als man eigentlich schön dominiert hat und schön gespielt hat. Da stand halt noch die Abwehr. Man hat dann halt auch Spiele gewonnen, in denen man eigentlich schlechter war, aber irgendwie dann doch den Willen gezeigt und dann doch noch kurz vor Schluss den Siegtreffer geschossen. Es kommt halt drauf an, wie schon gesagt, ob Fortuna halt die Rückrunde so spielt wie Anfang der Hinrunde oder ob die halt so einbrechen wie gegen Ende der Rückrunde, wie gegen Ende der Hinrunde. Es ist auch auf jeden Fall drin, dass Fortuna am Ende der Saison Erster ist. Es ist aber auch drin, dass Fortuna am Ende der Saison irgendwie nur noch Sechster ist, weil die halt eingebrochen sind. Kommen wir eigentlich mit Einbrechen direkt zu dem, was wir eben vergessen haben, denn es war nicht sein Tag, Preis. Da haben wir nämlich mit 4 Gesamtstimmen dem Team, zumindest in den ersten 10 Minuten, das Ding gegeben. Passt so ein bisschen für die letzten Spiele der Rückrunde, wo man irgendwie sich nicht selbst gefunden hat. Hoffen wir, dass man das im Trainingslager jetzt irgendwie beheben konnte und dann Fortuna erfolgreicher spielen wird. Michi, hast du noch was zu sagen? Nee, eigentlich habe ich nichts mehr zu sagen. Ich denke mal, wir haben das alles gut besprochen mit der Hinrunde und damit, womit wir rechnen, womit es hingeht. Hast du denn schon gesagt, was du glaubst, wohin es geht mit Fortuna? Ich habe es nicht gesagt, aber ich hoffe natürlich, dass sie aufsteigen. Aber okay, du hast angedeutet, dass der Rest nicht gut genug ist und deswegen, weil da eh keiner mehr kommt. Ja, ich hoffe, die steigen auf, aber im Inneren glaube ich daran, klar, man hat jetzt die letzten Spiele, sehe ich immer so als Zyklus und ich habe gesehen, okay, die haben jetzt ein Spiel gewonnen, am Ende knapp mit ein bisschen Glück, aber ich habe jetzt im letzten Spiel nicht die Entwicklung des Kaders gesehen, dass es voranging. Wir haben so geil angefangen, taktisch so klug gespielt, verschoben, wie jemand, der sich mit dem Trainer sein beschäftigt, ist das so ein bisschen Gold gewesen Anfang der Saison, aber danach war das so, weiß ich nicht, du machst dich jetzt einmal in FIFA ein, dass du 4-2-3-1 spielst und während des Spiels gehst du nicht hin, machst da mal eine Viererkette raus mit einem Einser Mittelfeld und machst da 3 Offensive hin, das machst du nicht. Ja, und so war das bei Funkel auch, einmal 4-2-3-1, immer 4-2-3-1. Ja, ich muss gerade einen Rant machen. Egal, ob Fink jetzt gependelt hat oder nicht, es war 4-2-3-1. Ja, man hatte halt am Anfang der Saison noch das Gefühl, Fortuna wollte unbedingt gewinnen, was halt je länger die Hinrunde ging, wurde es immer mehr ein hoffentlich oder wir wollen nicht verlieren. Und ich glaube, das hat man auch irgendwie in der Körpersprache und auch in der Art zu spielen gemerkt. Und aber die haben doch so geil gespielt. Was kann sich denn mit einem Schnipser, ich schnipse jetzt nicht ins Mikrofon, weil es jetzt furchtbar anhört, aber wie kann es von jetzt auf gleich sein, dass es Peng ist? Ich bin der geilste Fußballspieler der Welt. Hoffentlich verliere ich nicht. Ja, ich glaube, das kommt einfach, weil dann irgendwann gewinnst du halt nicht mehr die knappen Spiele, sondern verlierst dann halt. Oder Dynamo Dresden schießt halt in den ersten 10 Minuten dreimal aus der zweiten Reihe drauf und der Ball landet dreimal im Winkel. Ja, und aber dann du bist auch halt dreimal hin. Nicht konsequent genug. Wir haben das schön geredet im Podcast, aber dreimal geht keiner hin. Wenn da nur einer hinrennt und den ein bisschen presst, dann schießt er nicht aus 30 Metern in den Winkel, sondern ja, dann guckt er... Guckt nach links, spielt nach außen, der weiß nicht, was er machen soll, haut den Ball hoch rein, Tor, fängt den auf. Ja, aber normalerweise ist es halt so, wenn du 20 Meter vom Tor bist oder 25 Meter vom Tor, dann deckst du eher die Passwege ab als die Schussbahn, weil außer du hast Benzema. Ja, außer du hast halt einen Gegner, wo du weißt, okay, die haben Toni Kroos, dem stehst du auf den Füßen, weil der zieht aus 20 Metern den Ball mit Vollspann drauf. Aber du in FIFA mit Benzema, will ich dich umhacke. Ja. Hacke. Und Hacke. Deswegen denke ich mir dann ist doch klar, dass du eigentlich eher darauf bedacht bist, den nicht vorbeidribbeln zu lassen oder den halt den Passweg zu stellen und dann schießt er einfach mal drauf und dann landet der Ball im Winkel und ja, das dreimal. Das passiert dreimal nicht konsequent verteidigt, dreimal geht der Ball rein. Haben wir Pech gehabt. Drücken wir die Daumen, dass Fortuna aufsteigt. Darauf freue ich mich, dann kann ich die Spiele endlich wieder im Stadion sehen. Das kriegt er nämlich zeitlich besser gebacken.
Like us on Facebook, follow us on Twitter, Instagram habe ich keine Ahnung. Schreibt uns gerne E-Mails, findet uns als Projekt Megafon, weil das ist unser Projekt zu dem Megafon 95 Podcast, den Fortuna Podcast, den ihr gerade hört. Wenn es euch zu kompliziert ist, gibt einfach Projekt Megafon ein, aber bis hierhin hört eh keiner mehr. Deswegen sage ich danke fürs Zuhören, ich bin der Mo, für die es interessiert, entwampelt drüber auf Twitter, mein Co-Host, der Micha @Schirensky auf Twitter, für die es nicht schreiben können, genauso wie ich, steht in den Shownotes bestimmt drin. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.